Ja. Was für eine Wüste. Ja. Oh, nett. Nett. Ich hab gesagt nett. Ich hab gesagt nett. Was für eine schockierende Wendung. Was für eine schockierende Wendung. Los, meine Katze. Erkunde die Gegend für mich. Mal Katze gegen Hund jetzt mal hier. Gut, wir sollten uns hier mitten im Herz der Wüste befinden. Halt ein bisschen die Augen offen, ob wir entweder auf Rogar Gar treffen oder vielleicht irgendwo... Augen der Katze hat sie tatsächlich wieder Skelett entdeckt. Ach, ja. Sofort in Raserei. Sofort in Raserei. Das müssen ziemlich katzenhassende Skelette sein. Gut. Oh, nicht schon wieder. Ich müsste die Katze jetzt einfach zurücktreten in Richtung Skelett, ey. Wo bleibst du jetzt drin? Dann sollst du aber Finesse würfeln. Kann ich eigentlich Günther Jünger damit hinrufen? Nein. Nicht, okay. Ich glaube dieses Mal nicht. Also nicht meine. Nein. Aber wieso wurde mir mein Quellmagie-Punkt abgezogen? Hast du ihn benutzt? Nee, eigentlich nicht. Was ist mit diesem Skelett verkehrt? Nee, ich hab den nicht genutzt, der wurde mir einfach abgezogen. Das Skelett-Panzerkrieger hat in der uralten Ruine trainiert gegen Balken. Das ist kein Skelett, das ist ein Skelett-Königstiger, ey. Königstiger löst. Gut, ich mach mal. Auch von Wittmann hergerufen, ne? Ja, das ist der Angriff Steiner, so hätte der ausgeschaut, wäre er erfolgt, ey. So, ich. Alter. Und, Du hast jetzt die Katze ermutigt, Günther. Ja. In der Hoffnung, dass er vielleicht. Dass er vielleicht doch mal wieder reinspringt. Charge! 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 Wisst ihr. Irgendwann hat man einfach die Schnauze voll. Und versteckt sich in seiner Bubble. So, dann kommt mal her, ihr Kackskelette! Du bist ein Gefangener deiner eigenen Bubble, viel Spaß. Warum hat der jetzt Permafrost, Digga? Der hatte doch volles Leben, oder? Ja, schon. Ich hab ihm gerade Permafrost gegeben. Ja, warum? Ist halt warm in der Wüste und Günther. Ich wollte gerade sagen, ich will ihm einfach mal eine Abkühlung gönnen. Okay. Jetzt, ja, ich hab noch volle Lebenspunkte und volle Rüstung, bin in der Schutzbubble und krieg jetzt noch Permafrost drauf. Ich glaube, das ist ein bisschen paranoid, was da jetzt alles auf mich gewirkt wurde. Also ich finde, jetzt bist du bestens geschützt. Pass auf, das Skelett ist dran, ich werde trotzdem genockdownt, ey. Dann gehe ich einfach. Ich lege einfach alles weg und gehe einfach für eine halbe Stunde. Also ich würde es auf den Versuch ankommen lassen. Genau. Oh, Brother, da muss ich aber groß. Gosh, Metal Brother. Hätten wir das beide? Ja, diese Knochenwitwe könnte durchaus helfen. Nom. Die Knochenwitwe macht wenigstens halbwegs Schaden. Nicht so wie der Kondor, ey. Gondor, ja. Der Gondor, richtig. Gandalf Gondor. Der Gandalf. Der Gandalf. Gönnt sich wieder, ey. Okay. Holztotem. Den Busch. Vor allem, ich untersuche gerade diesen Skelett-Panzerkrieger. Der steht einfach bei Talente Untoter. Ja, als ob das ein Talent wäre, untot zu sein. Ja. Ja, dann ist Vincent ja naturbegabt, das finde ich super. Das ist schon wieder so ein Türke, ey, das Skelett. Junge, das gibt's bitte? Doch gar nicht. Der Aero-Türk wieder, ey. So. dieses Skelett hat eine Panzerung, da brauche ich ewig, um da durchzukommen. Ja gut, das kann ich auch bestimmt. Ich kann ja nichts tun, solange ich eingefroren bin. Dementsprechend kann ich es auch nicht aufhalten. Tut mir leid, Gardemann. Das ist wieder Instant Karma.
zurückkommt, ey. Griff. Günther, was? Günther. Hab ich irgendwas, um den zu lähmen? Ja, müsste was sein, was durch über 200 magische. Okay, jetzt hat er auf einmal wieder volle. Ja, ja, ich mach ihn sofort weg. Der hat ja nur noch die Hälfte, ne? Ja. Hälfte minus 40 etwa. Jetzt hat er noch minus, ja, genau. Tada. Oh, jetzt ist er wieder voll. Ja, 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 warte, das ist mal total doof hier mit dem. Achso, du musst ja das Maximale abziehen, still. Ja, ja, genau, das ist okay. Jetzt hat er das, alles gut. Ja, wir müssen gucken. Ja, ich glaube, das Skelettrigger ist da erstmal beschäftigt. Oh nein, eine Eisfläche. Lol. Vielleicht auch nicht. Die reingeflatschte mit mir, what the fuck? Lol. Der hat der Witwe ein Bein gestellt. Alle acht. Alle acht. Ja, gut. Ich bin mit dieser Situation gerade sehr unkomfortabel. Jundalf. Jundalf, ey. Jundalf. So. Ich finde, eine Eisdrängung hätte es mehr gebracht. Ey, das Ding sieht aus, als müsste es gerade kacken. Ja, echt. Muss groß. Bruder muss, oh, groß. Uff. Oh. Bruder muss uff. Ja. Denk dran, wir müssen mit Eis die Viecher bekämpfen. Wieso müssen wir? Ja, weil die keine Resistenzen gegen Eis haben. Die haben 10% Wasser, 20% Feuer, 10% Luft, 20% Erde. Ja, fällt dir was auf? Genau! Dann müssen sie mit Eis bekämpfen. Hättest du die jetzt mit Eis bekämpft, wäre ich jetzt nicht niedergeschlagen gewesen. Vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht. Nein, das reicht knapp nicht. Was denn? Meine Fähigkeit. Ich komme wieder nicht zum Einsatz. Welche Fähigkeit willst du die ganze Zeit verwenden? Ja, endlich mal die Unruhe. Aber jedes Mal, wenn ich dazu komme, entweder ist der Gegner und hat so wenig Lebenspunkte, dass es sich nicht lohnt, oder ich bin den ganzen Kampf genockdownt. Aber gut. Ich finde, für diesen Skelettgegner, den wir haben, würde es sich vielleicht schon lohnen. Ja, wenn ich die mal nutzen könnte. Ich brauche 4 Aktionspunkte für, ich habe gerade nur 4. Ich gehe erstmal ran. Ja gut, haben wir irgendwas anderes zu machen. Sie sind hier und da und überall. So. Irgendwann wird auch die Panzerung vergehen. Provozieren. Ja, super. Ich hoffe, dann nutzt die jetzt wenigstens automatisch, wenn er die Möglichkeit hat. Oh. Wenn nicht, werde ich sauer. Dann werde ich provoziert auf Günther. Relive Akku, einfach nur. Wollen wir gleich mal wieder Kardemon heilen? Ja. Das schmeckt. Ja, das war ja richtig toll. Und? War das jetzt deine Special-Fähigkeit oder wie? Nein, war es nicht. Okay. Smoke. Ja. Ist schockiert. Krass. Krieg einen Feuerball ab und bin schockiert, ey. Flankiert, schockiert. Die Chili-Schoten-Inkarnation. Aktuell ist seine Luftresistenz die geringste. Die Spinne liegt aber auch da, als hätte sie an jedem Bein einen Rollstuhl gehabt.
Danke. Seid gesegnet, Kalimon. Nicht mehr gereizt, nicht mehr gereizt. Okay. Oh. Unterkühlt, nicht schlecht. Chill doch mal, ne? Kann es zumindest schon mal nicht ausweichen. Oh. Und eingefroren, das gefällt. Ja gut, dann... Wenn du es jetzt nicht schaffst, den Kopf abzuschlagen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das war ja richtig unruhig. Ey, das hat sogar Schaden durch die Rüstung, wahrscheinlich durch den Elementareffekt, den meine Waffe macht. Nein. Coole Sache. Es hat schon wehgetan, durchaus, aber gut, bei der Rüstung dauert das noch eine Weile, bis es einen Effekt erzielt. Ein Ziel effektet. Ein bisschen mehr als. Hat noch keinem geschadet. Der wieder auf die Fresse kriegt, Alter. So ein richtiger Stiefelkreis, Junge. Ist ja, auch selbst schuld, ey. So, jetzt kommen erstmal 5 Ultimates ineinander. So. Liegt der Panzerkrieger noch? Weißt du, ja, alle Skelette, die ab jetzt die Wüste betreten, kriegen erstmal von der Exa am Eingang gesagt, dass da 3 Verrückte ihr Unwesen treiben. Hast du den gerade wieder komplett voll geheilt? Willkommen zurück, Alter. Über den vollen Lebensbalken, Skelettpanzerkriege. Oh Gott, ihr müsst mir sagen, wie viel Rüstung der noch hatte. Er hatte keine magische und ca. 300 physische. Irgendwie. Genau. Ja, das war meine Spezialfähigkeit, die hat den übelst runtergedrückt. Hä? Wieso darf ich denn hier nicht? Okay, ja, haben wir sofort. Ach nee, das darf ich nicht, okay. Oh Gott, ich darf ihm das nicht abziehen, das ist aber echt mies. Achso, das wird aber jetzt ein Problem werden. Ah ne, das passt, das kann ich machen. Wieso darf ich es denn hier nicht machen? Setz es auf 1. Wieso darf ich denn hier nicht? Was ist das denn? Nee, ich darf die Magischutzen darf ich gar nicht beeinflussen. Woher kommt das eigentlich immer, dass sich das jedes Mal resettet? Doch, nichts. Aber er drückt jedes Mal aus Versehen auf irgendeinen Knopf. Ups, das war der. Ja, ihr müsst die magische Rüstung nochmal da runterprügeln. Also, ich darf sie nicht setzen. Ah, ist okay. Hier geht's bestimmt nicht 207 Mal auf diese scheiß Button. Warum nicht? Ich bin auch mal Klicker, hopp. Das macht er schon. Na gut. So. Tja, euch geht's ja allen noch recht gut. Euch geht's ja wohl zu gut. Ach Mann, Alter, jetzt hol ich mir hier ein Eis und hol mir da eine Gabel zu, um das zu essen, Digga. Mann. Eis am Stiel? Nicht legitim. Schnell, mach das Vieh kaputt, bevor der Game Master wieder da ist und das Vieh schon wieder auf volle Lebenspunkte setzt. Los, Feuer! Ah, sehr gut. Na schön, Freundchen. Jetzt gibt's auf die Rübe! Und nochmal. Was ist das für eine neue Teufelei? Ah, nice. Oh, ja, nice, genau. Au. Maximale aufs Maul-Kapazität. Der liegt am Boden und wird von so einem riesen Vieh geschlagen. Er weiß, wo der die Faust reinsteckt gerade, ey. Ja, er hat den Tod abgewehrt. Natürlich hat er den Tod abgewehrt, der Schmuck. Jedes Mal! Ich glaube, er kommt wahrscheinlich eh nicht mehr dran. Also. Ja. Verschrei's nicht.
Danke. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass er wirklich nicht mit uns. Danke. Es hat nicht mal was bei sich, das Vieh. Die Knochenkönigin ist auferstanden. Pause. Ich finde schon, dass ein Levelaufstieg jetzt gerechtfertigt ist. Ja, schlimm. Es darf ja jeder das Seine finden. Übersetzt heißt das so viel wie, ja, ich nicht, du Spast. Ja, wollte ich nicht sagen, aber... Tja, freie Meinungsäußerung heißt ja auch, Kurka, dass man sich Scheißmeinungen anhören muss. Ey, die Kiste. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Habt ihr auch gerade das Kistensymbol? Ja. Ich kann das immer so klicken, als würde... Oh, jetzt ist es weg. Okay, schade. Oh, ich sehe da schon wieder die nächste Gegnergruppe, Alter. Ich schon wieder ein Skelett-Panzerkrieger. Ich erkenne die mittlerweile. Ein Skelett. Ich erkenne die mittlerweile. Einmal gekämpft, ey. Vor allem ist da noch ein Nekromant am Start. Wenn man einmal auf etwas 30 Mal schlagen muss, um es zuzukriegen, merkt man sich dessen Gesicht. Kleine Katze, schleich dich an. Oh, nee, die rennt doch jetzt direkt wieder in den nächsten Kampf rein, Mann. Zeig ihnen, wo die Katze hängt oder so. Los, los, Vincent, zeig ihnen deine Muschi. Eine Muschi. Ja, okay. Vincent springt den Gegner mit seiner Muschi ins Gesicht. Ich mag sagen, dass so. Da jemand drin ist, der Handschuhe anhat. Krass. Bitte. Was? Ich bin jetzt mal ehrlich, was hast du gesagt? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Der hat Handschuhe an, ja. Oh Mann, ja, der hat Handschuhe an, ja. Das ist Wahnsinn, Vincent. Der macht sogar Handschuhe dabei. Krass. Macht der bei euch auch so einen richtig geilen Bauchswing? Bauchswing. Dann bewegt er übelst seine Hüften, ey. Ja, der hat gerade so die Mortal Kombat Kampfhose. Tja, die Katze ist natürlich jetzt sehr weit weg da hinten. Das ist aber sehr ärgerlich jetzt. Ich weiß also so, worauf das läuft. Das war jetzt das dritte Mal. Das ist ja nur ein Katzensprung. Alter. Klar, von da hinten. Es hat fast gereicht. Ja. Die Katze jedes Mal faul. Man wäre das cool, wenn die eine Alte mit hätte. Ich prügel die alle auf die Katze ein, what the fuck. Das, weißt du... Hershey, du müsstest jetzt irgendeine Katze haben, die du auf Knopfdruck sprengen kannst. Und die müssen, wenn sich alle Gegner. Das ist dann eine sogenannte Kami-Katze, ne? Und wenn die dann in die Luft geht, sprengt die einfach alle Gegner, mit die sie angezogen hat. Das wäre so cool, ey. Ich müsste so einen Eissprengsatz an der jetzt befestigt haben und dann rennen sie da in die Skelette rein und explodiert und friert die alle ein oder so. Und eine heilige Handgranate, die wird gerade helfen gegen die ganzen Skelette. Ja. Jetzt prüfen die alle immer noch die Katze an, das ist doch wahnsinnig. Das hat gereicht. Was hast du gesagt? Hä? Unfassbar. Günther, versuch sie mal zu flankieren. Flankieren? Ja. Es gibt nur einen Weg dort hoch. Du kannst ein Stück Bogen nach rechts machen. So leicht, damit du mir nicht in die Schussbahn kommst, verstehst du? Du sollst mir nur nicht in die Schussbahn laufen. Ist ja. Dann schlägst du einen Haken ein, genau. Ja gut, so krass muss der Haken jetzt auch nicht sein, aber. Ich wollte ihn nur so machen, dass ich zumindest euch noch erwische mit dem Ermutigen und ich vielleicht noch nicht von den Bogenschützen erwischt werde. Wo ist überhaupt Vincent? Vincent schilt sich ein und schickt gleich die nächste Katze rein. Wo auch immer ich da hinten im Kampf bin, also das ist... Vincent hat da schon so ein Katzenkatapult aufgebaut und schleudert die immer rein ins Geschehen, also...
Der Muschi-Werfer 2000. Ui. Man, die Gegner abkühlen, ey. Hat es überhaupt irgendwas gemacht? Scheiße, ich bin so dumm, Alter. Das macht jetzt schön Schaden. Das ist gesegneter Dampf, Fall. Ja gut. Ja, aber die wäre eigentlich sinnvoller gewesen, das auf euch zu machen, weil die ja heilt, aber... Ja, dann hätte es Günther geheilt und auf den Schaden gemacht. Das wäre tatsächlich, ja. Ja gut, ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern das jetzt... Gut, hätte ich ihr gehabt, wisst, dass ihr das vorhabt, wäre ich sofort in die Gegner reingesprungen, dann wäre das... Ja, das kannst du jetzt ja machen, theoretisch. Das Ding hält, glaube ich, eine Runde oder zwei. Du bist da nicht weiter laufen. Zwei Runden. Scheiße, dann kann ich ja nicht das wieder reinbeschwören. Es ist auch ziemlich schwierig, in einem Rollenspiel richtig schön umzusetzen, so, dass da jetzt gerade eigentlich ein Rundenkampf stattfindet, ne? Weil es ist ja nicht irgendwie so, ich stehe jetzt erstmal ewig rum und gucke erstmal, was die Gegner machen. Ja, deshalb spiele ich nicht so gerne solche Spiele mit so rundenbasierten Kampfsystemen. Ich finde das immer ein bisschen doof. Voll geil, Mann. Also in Divinity ist das eins der geilsten. Nee, ich mag diese Art von Kampfsystem allgemein halt nicht, so egal in welchem Spiel. Ich mochte das auch schon bei Heroes of Might and Magic nicht, obwohl ich Heroes of Might and Magic eigentlich total mochte. Das ist aber übrigens sowieso so ein sehr starker Diskussionspunkt, gerade zu Baldur's Gate 3, was ja angekündigt wurde, weil das ja auch von Larian jetzt entwickelt wird und auch ein rundenbasiertes Kampfsystem hatte, obwohl Teil 1 und 2 immer Echtzeit waren. Entsprechend ist die Community auch ziemlich gespalten gerade für. Das ist aber nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das sieht nämlich aus wie eine Knochenwippe. Oh. Vincent, könnt ihr bitte die Spinne wieder wegschicken? Das ist die falsche Spinne. Ich hab ein Konto. Das ist mir egal. Schick die Spinne bitte weg. Ach, Mann. Aber trotzdem, wenn es geht, versuch trotzdem in die anderen beiden Skelette dort rein zu chargen, weil du dann in diesem Dampf mitstehst. Ich würde mal. Warte mal. Kann ich meine, ich soll ein bisschen Dampf ablassen, ja? Ja. Gut. Aber warum hat das jetzt eigentlich an diesem Panzerkrieger nichts gemacht? Ich würde höchstens mit Beschwören drauf wirbeln, ob ich die Knochenwippe entweder sofort zerstören kann oder dass er eben mir gehorcht. Oh, ich glaube, ich komme jetzt hier. Oh, das kann aber nicht sein. Komme ich jetzt hier echt nicht raus? Was? Ich komme nicht zurück in den Spielleitermodus, solange ich nicht mit Günther Junior dran bin. Matt. Ja, ich bin in der Knochenwitwe quasi gerade gefangen. Tja, okay. Vincent. Ja, gut, dann kann ich halt nicht da würfeln, schade. Naja. Ich habe schon so lange nicht mehr gewürfelt. Nehmen wir einfach mal an, du hast kritischen Fehlschlag. Mhm. Toll. Da habe ich einmal die Chance, auf Summoning zu würfeln. Wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Gut, Alter, wie weit der Vincent beim Bauen hinten steht. Ja, meine ich ja. Der chillt sich da sein Leben. Also los, fress dich schön satt. Ich sag, an seinem Fleisch. Was kann die das nicht? Das ist ja, macht Alter, was für ein geile Dance-Pose da hat, ey. Die soll eigentlich die Leichen vertilgen da. Wieso kann die das nicht? Stell dir vor, die steht so im Club irgendwo bei irgendeiner Disco-Mucke oder so. Solange die jetzt nicht den Floss-Dance macht, bin ich eigentlich glücklich. Ja, ich glaube, die Leiche da, die wurde schon von Günther für einen Quellmagiepunkt, wurden die ja schon geplündert, die beiden Leichen. Ja. Deswegen kannst du die nicht mehr fressen. Tut mir ja leid. Tja. Ja, dann kann ich eigentlich... Naja, kann ich. Gut, dann... Okay, Spaß. Ich habe die mir für mein Quellenmagie-Kochstudio mitgenommen. Jetzt darf ich ja wieder raus. Günther Junior, ja. Mach dann was. Also, wenn ich jetzt wieder dran bin in meiner Runde. Was denn? Was ist dann? Dass ich drauf würfeln kann, das, was ich eben gesagt habe. Ich habe nicht zugehört. Was hast du gesagt? Also, ob ich drauf würfeln kann, auf Beschwören, dass ich die Knochenwitwe entweder einnehme oder sofort zerstören kann. Oder zumindest beschädigen kann. Weil ich bin ja selber Beschwörer. Nee. Das sieht wieder das ganze Kampfsystem aus. Es gibt ja eigentlich eine Fähigkeit dafür, Beschwörung vernichten. Ja, die ich nicht habe. Ja, eben. Kardimon setzt mal Überredung ein und sagt den Skeletten, dass wir ganz freundlich sind. Dann lass mich mal. Aber ja, okay, du kannst zumindest darauf würfeln, sie zu zerstören. Okay. Na, dann würde ich das tryen. Ja. Dann hätten wir zwei von diesen Spinnen, Alter. Nee, sie zu zerstören.
Ja, ich weiß, aber wenn er das auf Übernehmen würfeln würde, dann hätten wir zwei davon. Einfach bei jedem Skelett, den wir treffen, auf Übernehmen würfeln. Und am Ende kommen wir aus der Wüste raus, haben eine Privatarmee an Skeletten dabei. Voll geil, Alter. Dann könnten wir uns gegen Rocker gar komplett stellen. Ja. Aua, aua, aua. Alter. Das hat weh getan. Ja, das hat weh. Das hat auch weh getan. Das hat gewaltig weh getan, ey. Alter. Was geht denn mit diesem Bogenschützen ab? Der hat. Ja, durch kritisch halt, ne? Er hat zweimal gekrittet, ne? Was für ein Crit-Wert hat er bitte? Er hat ja wütend, deswegen krittet er immer. Mit 100% Wahrscheinlichkeit. Oh. Eingefroren. Und ja, die Sache ist jetzt halt. Knochen hättest du auch instant übrigens einfrieren können. Wie bitte? Die Knochenwitwe hättest du auch sofort einfrieren können. Ja, aber die anderen, der eine dort, dieser Panzerkrieger, der ist mir ein bisschen gefährlicher gerade, verstehst du? Ja, nur leider kannst du nicht CC mit seiner vollen Rüstung. Naja. Konnte die aber zumindest unterkühlen. Oh, es ist gesegnetes Wasser. Jetzt kriegen sie gleich einen Schnupfen. Sieht mal gut aus, diese Wasserspur hier, ey. I like. Oh. Ja, natürlich. Ich glaube, ich bleib doch hier. Berührung. Was zur Hölle ist mit den Gegnern hier los? Ja, ich war gerade überlegen, dich zu heilen. Ich glaube, ich heile dich lieber nicht. Warum bin ich fast jetzt instant gestorben quasi? Das ist ja kaputt. Ich hatte Waffen, volle Rüstung, voll Leben, in einer Runde. Ja. Jetzt weiß man, wie das ist, wenn es OP ist. Ja. Hm. Ach, so sind die doch gar nicht. Ja. Wir haben immer noch keine Heilung für magische oder physische Rüstung, ne? Jetzt bin ich tot. Ah doch, magisch haben wir, glaube ich. Och nee. Also es ging nicht auf mich über. Hatte ich nicht erwischt, hatte ich nicht erwischt. Ganz knapp zum Glück, das nicht. Was macht nochmal gereizt? Du kannst nichts mehr machen, also dein Charakter steuert sich von selbst. Ah ja. Die KI darf dich halt steuern, jetzt halt nicht, ja. Und die greift nur den einen an, oder? Wow. Nur den Caster greift sie an. Ah, okay. Okay. Ja gut, was will man tun? Perfekt. Okay, schießt auch noch Feuer. Ja, nee, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Was willst du tun? Und könntet ihr sogar noch eine Runde geschenkt haben? Ja. Ach scheiße, stimmt. Ich bin ja verwesend. Oh Mann. Stimmt ja. Weil ja jeder zweite Gegner hier verwesend macht. Ja, das erste Mal heute. Ja, stimmt. Das war heute das erste Mal. War halt tatsächlich relativ selten. Ja. Zum Glück. Ich meine. Nervig ist es trotzdem, weil es halt fast nichts gibt, was das heilen kann. Das ist das Problem. Gut. Und wenn dein Gegner so viel OP-Schaden macht, dann ja. OP-Schaden. Naja, das war mehr als Hälfte Leben, oder? Ich werde das gerade abgezogen. Ach nö, ist der Schutzkreis auch weg? Was? Ja. Und Rip Günther Junior. Alter, der Nekromant hat 2000 Leben, Junge. Das war schön, um beide Güter. Alter, voll der Schienbeintritt, einfach nur. Das hat drei abgezogen, Junge. Drei Schaden hat das gemacht. Ich kann Günther nicht mal mehr wiederbeleben, gerade auch gut. Weil du so weit hinten bist, ne? Ja. Geht immer noch nicht. Das ist. Wir zeichnen die AP nicht mehr gleich. Günther Junior ist ja auch noch dran, ne? Okay, na gut. Ich bleib trotzdem so weiter, ich kein Verwesen mehr sehen kann im Spiel. Gut, das sagen wir es mal so. Das Schlimme ist ja, das, was Verwesen verursacht hat, hat ja auch noch einen One-Shot bei mir verursacht, ursprünglich. Ja, was ist das für eine Fähigkeit gewesen? Warum ist ein Günther Junior jetzt nicht dran gewesen? Das weiß ich ehrlich gesagt. Der wurde einfach übersprungen. Der hatte Raserei doch auch, oder? Ah ja, stimmt, der war gereizt auch, ja richtig. Ah, okay. Ja. Ja. Was so gereizt, dass der Runde überspringen gedrückt hat. Erstmal ausgewichen, Junge. Das
das wird hoffentlich jetzt nicht noch ein Overkill für Kardemon, weil ich kann nur einen von euch also, ja, bei den Schadenszahlen, die die machen, glaube ich nicht, dass wir ihr Leben draus kommen. Nee, ich werde sterben. Ich werde sterben. Oh, das war gut. Das war ein guter Regen. Ich mach gar nichts, der macht das automatisch gerade. Achso, deswegen bist du so überraschend effektiv gerade. Ich mach gar nichts, der hat das jetzt alles von selber gemacht. Das war jetzt gerade echt smart. Vincent, kleine Randnotiz, wir müssen gereizt mitnehmen und immer auf Kardemon zaubern und so, weil der Kampf losgeht. Als ob ich nur Scheiße machen würde, Alter. Ich glaube, der Kaktus ist immer noch geschützt auf Ewigkeit von dir. Ja. Ewigkeit. Ich schwöre, wenn dieses ganze Abenteuer vorbei ist, komme ich wieder und ernte den. Falls wir es überleben sollten, ey. Ja, jetzt kommt noch der Panzerkrieger. Ich habe diesen Skelettkrieger, der jetzt gerade dran ist, den habe ich jetzt schon fast getötet. Der konnte sich nicht bewegen, weil der immer eingefroren war und immer in diesem Nebel stand. Boah, was für ein Erfolg, dass wir fast einen von den 5 Skeletten getötet haben. Das habe ich gar nicht mitbekommen, diese Berührung der Fäulnis. Ich dachte, das macht nur einfach den Statuseffekt verwesen. Das hat mich komplett gewone-shottet. Und ja, mein 550 Schaden. Ja, ich hatte ja fast volle Lebenspunkte noch und das hat bei mir alles abgezogen und mir dann noch die Verderbnis gegeben. Das war einfach abartig. Alles ist OP, wenn du das richtig speckst, das ist ja das Schlimme. Na klar. Wen haben wir denn jetzt hier eigentlich dran? Den Skelettkrieger, ne? Mhm. Aha, okay. Gesegnetes Eis, Chance auf magischen Panzer der magische Rüstung erhöht. Tschüss, Kardemon. Ja, ich bin auch tot. Alter. Der Nekromant wird mich nächste Runde platt machen. Ich krieg, glaube ich, nicht mehr den einen Tod, weil das vom Schaden nicht reicht mit der Witwe. Ja, fuck. Aber zumindest fast.